Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Pastinake, beziehungsweise mehrere von ihnen. Pastinaken sind sozusagen die großen, nährhaft verwandten der Möhren. Eine Pastinake müsst ihr euch, wenn sie ausgewachsen ist, vorstellen wie eine lange, dicke, etwas nach Rüben aussehende Möhre mit einem hohen Stärkegehalt und einer relativ guten Nährwert. Sie wurden früher hier, bevor wir Kartoffeln verwendet haben, als solche angebaut und als wichtige Nährpflanze verwendet. Die Pastinake ist praktisch unkaputtbar. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, manchmal neigt sie sich zu Wurzelschädlingen und Wurzelläusen. Also solltet ihr in der Nähe Ameisenhaufen finden, entfernt ihr Ameisenhaufen, weil die Ameisenhaufen meistens dafür sorgen, dass Wurzelläuse an diese Pflanzen hinankommen. Mit Schnecken hat sie eigentlich keine Probleme. Und so müsst ihr darauf achten, man kann nicht die Blätter essen, man sollte sie auch nicht mit anderen Pflanzen verwechseln. Ihr müsst sie bis in den Herbst, teilweise bis nach dem ersten Frost stehen lassen und dann ernten und dann kann man sie ganz gemütlich essen. Und vom Geschmack her sind sie irgendwo angesiedelt in einem Bereich wie Möhren plus ein bisschen festeres Gewebe. Ich kann sie euch sehr empfehlen und dann lasst es euch schmecken, aber denkt dran, nicht zu zeitig ernten, wer zu zeitig erntet, erntet weniger. Deswegen dran denken, schön Zeit lassen.